Herzlich willkommen. Eine schöne große Gruppe. Wunderbar. Wir haben es eben, glaube ich, schon mal gesehen. Sehr gut. Herzlich willkommen bei der Firma Eaton. Mein Name ist Kai Zimmermann. Ich bin verantwortlich für das Produktmanagement hier bei uns im Hause, im Vertrieb. Und ich würde Ihnen heute gerne ein paar Sachen über unsere X-Storage C&I-Lösung, also unsere Gewerbespeicherlösung, passend zur Tour, erklären. Vielleicht ganz kurz verliere ich noch ein paar Worte zur Firma Eaton. Wer von Ihnen kennt denn die Firma Eaton? Ah, da gehen sehr viele Hände hoch. Der Rest vielleicht für die wenigen, die Eaton noch nicht kennen oder denen das nicht ein Begriff ist. Vielleicht aus der Vergangenheit derjenige, der mit Elektrotechnik zu tun hat. Unter dem Dach Eaton gehören Unternehmen wie Klöckner Möller früher oder Möller, die CEAC, Notlichtsysteme AG. Beispielsweise sind alles Namen, die auch zu uns gehören. Wir beschäftigen uns grundsätzlich mit allem, was Energiemanagement zu tun hat. Das heißt nicht nur Energiemanagement, was elektrische Energie angeht, sondern auch Hydraulik oder auch mechanische Energie. Das heißt, wir sind Zulieferer für die Automobilbranche, für Autohersteller. Wir sind Zulieferer für die Flugzeugsparten von Airbus beispielsweise. Aber worüber wir uns heute beschäftigen, ist die elektrische Energie. Und bei der elektrischen Energie haben wir mehr als 100 Jahre Erfahrung, gerade im Bereich der Energieverteilung. Und ein weiterer starker Bereich ist, wo wir auch einer der Marktführer sind, USV-Systeme. So, wenn man die beiden Bereiche jetzt zusammennimmt, Energieverteilung, USV-Technologie. USV-Technologie ist im Grunde genommen auch Energiespeichern in Batterien, bis sie benötigt wird. Haben wir hier auf der linken Seite jetzt unseren Bereich und das ist Energiespeicher. Das ist unsere neue Vorstellung, die wir auf der Messe hier zeigen. Und zwar ist es unsere kleinste Lösung von Energiespeichern. Was Sie hier jetzt sehen, ist eine 40 kW Inverterleistung kombiniert mit einer Batterieleistung von 50 Kilowattstunden im Ausbau. Wenn wir das Ganze mal aufmachen, sehen wir hier oben zwei Inverter eingebaut, unten sehen wir fünf Batteriemodule. Fangen wir unten mal an bei den Batteriemodulen. Batterien, mit wem arbeiten wir zusammen? Wir sind kein eigener Batteriehersteller, wir arbeiten zusammen mit der Firma Nissan. Nissan, dem wahrscheinlich jedem ein Begriff. Nissan ist Fahrzeughersteller und als Fahrzeughersteller und als einer der Marktführer der im Elektrofahrzeugbereich haben sie ihre eigene Batterieproduktion. Das heißt beispielsweise in UK Sunderland ist eine Batterieproduktion und dort kooperieren wir zusammen mit Nissan und wir haben eine zweite Möglichkeit. Wir können entweder neue Batterien direkt aus dem Werk beziehen oder Nissan als Hersteller tauscht nach einer gewissen Zeit Batterien der Fahrzeuge aus. Beispielsweise Nissan Leaf, 250.000 Fahrzeuge waren bis vorletztes Jahr schon im Markt weltweit. Die Batterien sind also sehr gut kalkulierbar, wann sie zurückkommen. Diese Batterien werden zu uns geschickt. Wir kriegen sie in unser Werk. Wir überprüfen die Zellen, bauen sie neu zusammen. Die Zellen, damit sie eine gleichbleibende Qualität haben und können diese dann mit einem erweiterten Lebenszyklus weiterhin nutzen. Hat zwei große Vorteile. Zum einen, im Normalfall würden die Batterien, sobald sie aus dem Fahrzeug rausgenommen werden, würden sie dem Recycling zugeführt werden. So können wir den Lebenszyklus noch verlängern. Der zweite Vorteil ist, wenn wir natürlich Batterien haben, die für eine mobile Anwendung in einem Fahrzeug konstruiert sind, vom Sicherheitsaspekt her, sind sie für stationäre Anwendungen natürlich dann mehr als ausreichend. Gehen wir hoch zum Inverter. Beim Inverter ist das Ganze dann unsere eigene Technologie. Wir stellen also unsere eigenen Inverter her. Von daher auch vom Know-how her hat der ein oder andere Kunde sieht Ähnlichkeiten mit unserem USV-Bereich. Aber es sind natürlich dann etwas abgewandelte und spezifizierte Inverter. Haben wir jetzt eine Lösung, wo mehr größere Leistungen benötigt werden, ist das Ganze modular und skalierbar. Gesteuert wird das Ganze hier oben über eine SPS, über eine speicherprogrammierbare Steuerung, die bei uns auch aus dem Hause ist, wird auch von uns selber hergestellt, inklusive auch der Programmiersoftware. Das ist alles aus einer Hand. Und im Normalfall finden genau diese Geräte Einsatz in Maschinenbau. Das heißt, mit diesem Gerät werden auch Maschinen gesteuert.
Zur kleinsten Lösung, zur Komplettierung, was wir auf der linken Seite sehen, ist auch aus unserem Hause unsere Ladesäule. Die Ladesäule dementsprechend, weil wir immer mehr, gerade in Deutschland, auch die Anforderungen bekommen, die Elektromobilität mit zu fördern bzw. Ladepunkte mit Speicher zusammen in Projekten zu integrieren. Ich würde ganz gerne mit Ihnen kurz einmal rübergehen auf die nächste Tafel. Und zwar, das Projekt hatten wir im letzten Jahr bereits vorgestellt. Und zwar, das ist unser Waitwill-Projekt. Im letzten Jahr zur Messe war es gerade ans Netz gegangen. Was haben wir hier gemacht? Ich hatte eben gesagt, wir haben dort eine kleine Lösung. Wir bieten allerdings auch verschiedene Lösungen an. Das ist unsere mittlere Lösung bis hin zur großen Lösung. Die mittlere Lösung, die man hier sieht, unsere Medium Size, in diesem Falle ist es eine 275 kW mit einer 200 Kilowattstunden Batterie, integriert in unser eigenes Werk, um einfach auch die Praxiserfahrung zu sammeln, nicht nur bei unseren Kunden, sondern selber auch bei uns im Werk und zu zeigen, was kann man mit einem Speicher eigentlich alles erreichen. Und mittlerweile, das zeigen wir hier ganz schön, haben wir alle unsere Daten aus über einem Jahr Praxiserfahrung, Produktionsbetrieb sammeln können und hier grafisch mal aufbereitet für Sie. Was Sie jetzt gerade im Video sehen, wie sieht dieses Microgrid, was wir nicht nur Speicher ist ein Teil davon, aber auch unsere Energieverteilungen, unsere Mittelspannungsanlagen bis hin zu unserer zentralen Logikeinheit, dem Power Expert Energy Optimizer, finden dort Anwendung und werden zusammen, sichern Sie die komplette Produktion ab. Und eine Zahl ganz einfach mal exemplarisch dargestellt, was wir geschafft haben im letzten Jahr, Energiekosteneinsparung von 56,5%. Wir haben das Ganze auch mal aufgeteilt. Natürlich, gerade bei dieser Anwendung ist es natürlich die Geschäftskontinuität, das heißt die Verfügbarkeit der Produktion hochzuhalten. Wenn es dann darum geht, Dieseleinsparung, konnten wir auch massiv den CO2-Ausstoß noch hinzu optimieren. Und haben dann im Prinzip verschiedene Business Cases, die da zusammenkommen. Das heißt einmal Spitzenlasttarife, was dann auch gerade für Deutschland ein Punkt ist. Spitzenlasten aus den Produktionsstätten rauszunehmen, Energiekosten zu optimieren. Und gerade auch für Deutschland ein Business Case, der sehr schön abzeichnbar ist, ist die Optimierung der erneuerbaren Energiequellen. Das heißt PV auf dem Dach, PV-Energie zwischenspeichern, bis tatsächlich dann diese Energie gebraucht wird. Hier das Ganze einfach live gezeigt. Ich sagte eben klein, mittlere Lösung. Es gibt auch noch eine große Lösung. Leider ist die Gruppe sehr groß. Können wir gerne, wenn Sie im Nachgang nochmal Fragen haben, können Sie gerne über die heute oder im Laufe des Tages oder morgen und übermorgen auch noch gerne vorbeikommen. Wir haben mitten auf dem Stand, der ein oder andere hat es vielleicht in den letzten Jahren gehört, die Amsterdam Arena ausgerüstet. Mitten auf dem Stand zeigen wir live das Dashboard von der Amsterdam Arena, die Werte, was können wir alles machen, was können wir alles zeigen. Da in der Amsterdam Arena ist es beispielsweise ein Projekt, was mit 3 Megawatt, 2,8 Megawattstunden ausgestattet ist. Und dort können wir verschiedene Business Cases machen, auch gerade Elektrofahrzeuge, Vorbereitung der Infrastruktur auf den zusätzlichen Energiebedarf bis hin zur Absicherung des Stadions während des Spielbetriebes. Das heißt, einige Lasten werden dann über den Speicher gefahren. Geladen wird das ganze System dann auch über PV-Module, die auf dem Dach installiert sind. Jetzt schaue ich gerade mal auf den Timekeeper. Dann würde ich würde jetzt übergehen zu Fragen, wenn Sie Fragen haben. Ja, Sie hatten eingangs gesagt, dass Sie die Zellen, die Sie von Nissan zurückkommen, recyceln und den Lebenszyklus nochmal verlängern. Auf was für einen Gesamtlebenszyklus kommen Sie dann und wie viel Prozent der ursprünglichen Speicherkapazität hat die Zelle dann noch? Also zur ersten Frage, recyceln, um das noch ein Stück weit zu präzisieren. Wenn die Zellen zurückkommen, die Zellen haben in dem Moment in der Applikation Elektrofahrzeug keine Anwendung mehr, weil sie nicht mehr genug Kapazität haben. Für unsere Anwendung, wir bereiten sie also nicht auf, sondern wir nehmen sie dann und verwenden sie weiter. Wir bauen nur die Zellen auseinander und bauen sie wieder neu zusammen. Das heißt, die einzelnen Zellen zu Batteriepaketen. Um das klarzustellen, es finden auch nicht alle Anwendungen. Das heißt, es werden auch welche aussortiert, je nachdem, wie der Fahrer mit dem Fahrzeug umgegangen ist. Das heißt, Vollgas, aber mehr als ein Großteil wird verwendet. Und die zweite Frage war,
Die Kapazität, die wir garantieren, sind in einem Batteriepaket, also in einer dieser Schubladen, die ich eben gezeigt hatte, sind 4,2 Kilowattstunden. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue gerade so ein bisschen in die Runde. Wir haben tatsächlich noch Zeit, ja? Bitte. Nochmal auf das Beispiel. Wie lange ist dann die Lebensdauer von diesen die Sie übernehmen, von den die gebrauchten Zellen dann? Also die Antwort werden Sie wahrscheinlich schon mehrfach gehört haben. Die Lebensdauer einer Batterie wird natürlich durch Ihre Benutzung beeinflusst. Wir garantieren aber mindestens 5 Jahre. Das heißt, das ist eine Garantie, die wir auf unseren Second Life draufgeben. Weitere Fragen? Dann springe ich kurz ein, haben Sie noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ich hätte noch eine Frage, ab wann geht Sie denn los, Ihre Industrie- und Gewerbelösung? Also ab welcher Leistung wird das interessant für Eaton, nenne ich es jetzt mal? Das wäre noch interessant. Und bis wohin kann das dann gehen? Also was ist so das Maximale, was Sie können, wollen? Wollen bis zu jeder Größe, um ehrlich zu sein. Also die kleinste Variante, die ich eben vorgestellt hatte, startet als Inverterleistung bei 20 Kilowatt, 21 Kilowattstunden. Das sind die Parameter, da geht's los, weil wir 5 Batteriepakete zusammen, relativ einfach kalkulierbar, 5 mal 4,2 ist unsere kleinste Einheit, macht 21 Kilowattstunden. Die größte Leistung, ja, wenn ich unser Engineering frage, dann ist nach oben hin keine Grenze offen. Relativ einfach erklärt, weil auch in der Amsterdam-Arena nutzen wir mehrere Inverter modular und skalierbar nebeneinander. Das heißt, wir können durchaus noch weitere Inverter dort hinzufügen, weitere Batterieschränke. Wenn man die Bilder sieht in unserem Video, das zeigen wir jetzt dieses Jahr hier nicht, gibt es aber auf YouTube zu sehen, sieht man das Ganze dann auch in Bildern, wie das Ganze aufgebaut ist. Dort sind tatsächlich in der Batterieschränke nebeneinander aufgestellt. Ob wir da jetzt noch erweitern, ist jederzeit möglich. Ist alles eine Frage der Steuereinheit. Super. Jetzt hatten Sie noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Hat Ihnen jemand was eingefallen? Sonst habe ich noch eine letzte Frage, bis wir dann zur letzten Station gehen. Und zwar hatte ich jetzt noch das Thema, was so ein bisschen ja immer so eine Sache ist, Wartung und Service-Konzept, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen ausführen, wie das bei Ihnen aussieht, ob Sie sowas anbieten, wenn ja, ob es überhaupt notwendig ist und wenn ja, wie Sie das dann abbilden, weil Sie haben ja durchaus auch eine gewisse Aufstellung mit Eaton in Deutschland, Service-Stützpunkte, vielleicht können Sie da ein bisschen was ausführen dazu. Ja, sehr gerne. Und zwar vom Service her, natürlich muss jeder Inverter einem gewissen Service unterzogen werden und gerade was auch die Verfügbarkeit von Batteriespeichern angeht, kann man natürlich dann auch Servicekonzepte anbieten, das können wir auch. Und zwar, ich sagte eingangs, wir sind einer der Marktführer im Bereich USV-Systeme. Als USV-System sichert man Datencenter ab, sichert man Banken ab, Versicherungen. Das heißt, da wird eine Verfügbarkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche benötigt als Maximum. Und deswegen haben wir allein schon aus unserem USV-Bereich haben wir einen Service, der genau diese Anforderungen abdecken kann. Deswegen können wir die gleiche Service-Einheit nutzen, um dann auch Energiespeicher mit Service zu versorgen. Noch eine Frage, ja, hier? Ja, weniger Frage, nur einen kleinen Tipp, weil Messezeit ist und ich Energieberater und Nachhaltigkeitsberater bin. Sie machen da sehr tolle Sachen, was das Recycling angeht und unterscheiden sich da von Mitbewerbern. Ich sehe das aber nicht. Mein Tipp an Sie, stellen Sie diesen Nachhaltigkeitsaspekt raus und Sie werden auch noch mehr Kunden gewinnen, weil das wird nicht klar ersichtlich, außer durch Ihren Vortrag. Kostenloser Tipp, weil Messezeit ist. Vielen Dank. Werden wir berücksichtigen. Ja, also zur Messezeit gibt es immer Geschenke, das ist schön. Vielen Dank für den Hinweis. Ich denke, das nehmen Sie dankend auf. Herr Zimmermann, ich habe wieder was dazugelernt. Schön, dass man bei jedem Vortrag was dazulernt und bedanke mich erstmal und dann würden wir weiterziehen. Und schöne Messe noch. Ja. Herzlich willkommen, wenn Sie nochmal vorbeikommen wollen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie nochmal kommen. Gibt es eine Standparty? Nein. Kommen Sie einfach so vorbei. Kriegen auch so einen Kaffee.